Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Thorsten und Linus Modellbahn. Wir haben heute für euch ein weiteres Technik-Tutorial vorbereitet. Und zwar geht es darum, wie wir unsere Anlage elektrisch segmentiert haben. Und zwar im Speziellen um das ganze Thema Fahrspannung bzw. Gleisbereiche. Wir haben nämlich zum Beispiel drei Gleisbereiche, drei Boosterabschnitte gewählt. Wir haben weitere Teile der Anlage segmentiert. Wir haben uns überlegt, dass wir einen zentralen Aufbau gerne haben möchten und so weiter und so fort. Ringleitung, Leitungsquerschnitte, wie wir dahin gekommen sind, was wir gemacht haben. Nach dem Intro erzähle ich euch wie. Bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zurück zum Video und ja, Anlagensegmentierung. Ne? Anlagensegmentierung kann man von der mechanischen Seite her sehen, dass man also sagt, man segmentiert eine Anlage, um sie zum Beispiel mechanisch zu trennen, um transportabel zu sein und so weiter und so fort. Man kann natürlich das ganze Thema Anlagensegmentierung auch von der elektrischen Seite her betrachten. Das ist etwas, was wir heute in diesem Video machen wollen. Es geht nämlich darum, wie man eine Anlage generell elektrisch segmentieren kann, so wie wir das gemacht haben. Einmal das Thema Fahrspannung. Man kann sich überlegen, ob man die Decoder separat versorgen will, wenn man digital fährt. Man kann sich, sag ich mal, überlegen, ob man die Beleuchtung separat schalten will und solche Sachen alles. Und das ist eigentlich generell eine elektrische Anlagensegmentierung. Worüber wir uns heute im Speziellen unterhalten wollen, ist dann aber das Thema, wie wir auf der Gleichspannungsebene, heißt also auf der Fahrspannungsebene, eine Segmentierung vorgenommen haben. Und ich habe euch dafür mal ein Bildchen mitgebracht, wie wir das generell gemacht haben. Und da können wir jetzt einfach mal gemeinsam drauf schauen. So, also wie gesagt, wir wollen uns heute fokussieren auf das ganze Thema Gleisspannung. Fahrspannung hat natürlich den Hintergrund, je größer eine Anlage wird, desto eher muss man darüber nachdenken, ob man mit einem Segment, heißt also mit einem Trafo, mit einem Booster auskommt. Das hat was damit zu tun, wie viel Zuggarnituren ihr natürlich fahren wollt. Das heißt also, wie der Energiebedarf auf eurer Anlage ist. Und da muss man sich dann natürlich auch überlegen, je größer eine Anlage wird, desto mehr Züge können fahren. Dann muss man vielleicht auch noch unterscheiden, was habe ich für Zuggarnituren? Fahre ich etwas relativ Modernes, wo vielleicht schon relativ effiziente und leistungsstarke Antriebe eingebaut sind, die trotzdem energiesparend unterwegs sind. Dazu kommen vielleicht noch Garnituren, die mit LED-Beleuchtung direkt schon ausgerüstet sind. Da bin ich natürlich in einem anderen Verbrauchssegment unterwegs, als wenn ich zum Beispiel nachdigitalisierte, relativ alte Garnituren fahre, wo ich unter Umständen noch ganz normale Glühbirnen in den Beleuchtungsthemen unterwegs habe und die Motoren vielleicht noch nicht so effizient sind, wie sie das heute sind. Und da verbraucht eine solche Zuggarnitur natürlich wesentlich mehr Strom. Wir haben solche Sachen auch hier stehen, selbst digitalisiert und so weiter. Da sieht das etwas anders aus. So, und wenn man dann, wie gesagt, eine Anlage unserer Größe, da kommt man schon mal dann schnell in den Bereich, dass man sagt, naja, also wenn ich so zwei, drei Züge mal parallel fahren will oder vielleicht auch vier oder fünf, dann muss ich mir schon überlegen, ja, wo krieg ich den Strom her, ohne dass, sag ich mal, bei der Bergauffahrt unter Umständen das Licht ausgeht oder der Zug stehen bleibt. So, und das wollen wir ja alles nicht. Und daher haben wir uns überlegt, dass wir unsere Anlage entsprechend segmentieren. So, und unsere Booster, die wir hier haben, wir fahren mit TAMS-Boostern, die können also 3 Ampere pro Stück. Und wir haben also eine Dreiteilung der Anlage vorgenommen. Und dazu blende ich euch auch nochmal ein Bildchen ein, wie das am Ende aussieht. Und für die Versorgung des Stroms für die einzelnen Segmente haben wir uns also überlegt, legen wir jeweils Ringleitung. Ringleitungen haben quasi den Vorteil, dass ich damit, ja, dadurch, dass ich vorne anfange und auch vorne wieder ende, quasi eine Verdopplung des Leitungsquerschnittes habe, mit dem erhöhten Leitungsquerschnitt natürlich eine Verringerung des Leitungswiderstandes und damit natürlich auch eine Verringerung der Verluste habe, weil Digitalstrom ist teuer. So ein Booster, den kriege ich nicht für 10 Euro. Und wenn ich davon 3 Stück brauche, weiß ich, dass ich unter Umständen schon mal eben 180 oder fast 300 Euro, je nachdem, was ich da kaufe, schon mal investiert habe. Die möchte ich natürlich auch nicht unbedingt verschleudern. So,
den Leitungsquerschnitt, den wir uns da überlegt haben. Und das haben wir eigentlich hier komplett durchgehalten, damit es einmal einheitlich ist und ich keine Lust hatte, jedes Mal einen anderen Leitungsquerschnitt zu wählen. Also außer für die Rückmeldeleitung, die wir zu den S88-Modulen führen, haben wir also alles, was Versorgungsleitung angeht, haben wir 0,75 Quadratmillimeter gewählt. Das lässt sich noch einfach handhaben. Das ist vernünftig in den Kabelkanal einbaubar und so weiter und so fort. Von daher, man kann natürlich auch sich überlegen, wenn man längere Leitungswege hat, ob man größere Querschnitte wählt. Das wird nachher, irgendwann wird das unhandlich. Vor allen Dingen, wenn man dann guckt, teilweise hat man Komponenten, da sind so Miniaturklemmen dran, die kann man wirklich nur mit dem Uhrmacherschraubendreher noch bedienen. Wenn ich dann mit dem 1,5 oder mit dem 2,5 Quadrat komme, da kriege ich da nichts mehr rein. Das funktioniert einfach nicht. Da ist ein Hängen und Gewürge und das alles dann unter der Anlage, unterm Tisch. Nee, also deswegen haben wir 0,75 gewählt. Und das macht eigentlich aus unserer Sicht entsprechend Sinn. So, jetzt muss man natürlich noch sagen, diese drei Booster, so ein technischer Aspekt, diese Dreiteilung, die muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil man kann diese drei Booster nicht einfach parallel schalten. Ne? Das heißt also, wenn ich das tue, habe ich die große Gefahr, dass mir die Booster einfach abrauchen. Das können die so gar nicht ab. Das heißt also, ich kann die zwar gemeinsam auf einen Massekontakt oder auf ein Massepotenzial legen, aber die Plusseite der Booster des Digitalstroms muss immer getrennt sein. Ne? Bei Märklin-C-Gleisen ist das ja relativ einfach. Da kann man diese Isolationsschuhe da überschieben und dann ist das eigentlich auch kein Thema. Bei anderen Gleisen, wenn ihr anders fahrt, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das entsprechend trennt. Und auch sollten Züge und Lokomotiven nicht möglichst auf solchen Trennstellen stehen. Ne? Also dieses Überfahren kurzzeitig mal so eine kurze Verbindung, das können die ab. Wenn aber ein Zug zum Beispiel auf so einer Trennstelle stehen bleibt und damit quasi eine leitende Verbindung über einen längeren Zeitraum schafft, damit sind die Booster nicht glücklich. Ne? Also da muss man wirklich gucken, was man da tut und dafür sorgen, dass man das ein bisschen im Auge hält. Jetzt hatte ich ja gerade auch gesagt, warum wir das gemacht haben, also diese drei Segmente, die wir da eingeführt haben. Also bei uns ist das entsprechend die Nebenstrecke, die Hauptstrecke und die beiden Schattenbahnhöfe, die wir dort unterteilt haben. Die Größe der Anlage, also wir haben schon mal ein separates Video gemacht, wo wir unsere Anlage vorgestellt haben, so ein bisschen im Detail, was wir da alles so machen, verlinke ich euch hier oben im Video und natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich sag mal, um jetzt mal so ein bisschen in die Details einzusteigen, schauen wir uns vielleicht einfach mal ein Übersichtsbild an, wie denn unsere Segmentierung aussieht in diesen gerade genannten drei Bereichen. Und wir haben da also jetzt für jedes einzelne Segment entsprechend ein Booster und ein Trafo vorgesehen. Das Ganze ist jeweils auch noch einzeln schaltbar. In Anführungszeichen einzeln heißt, wir können zum Beispiel eine Notabschaltung, wenn ich irgendwo etwas habe, dass irgendwo ein Notfall ist und ich muss wirklich alles abschalten. Ne? Ich habe euch dazu auch mal ein separates Video gemacht, das Thema Notabschaltung. Da geht es hier um diesen berühmten Knopf und weitere Funktionalitäten. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Wie gesagt, diese drei Segmente, sie sind in der Basis, in der Grundversion sind die abschaltbar. Ne? Und dann gehen wir jetzt weiter in die nächsten Schritte, in die detailliertere Segmentierung der einzelnen Gleisbereiche, was wir da gemacht haben. Und da sind wir natürlich in dem Bereich, dass wir sagen, welche Vor- oder Nachteile hat das eigentlich, wenn man solche Einzelsegmente schaltbar macht? Und wir haben zum Beispiel in den Schattenbahnhöfen ja auch noch, sag ich mal, Einzelgleise wirklich, wirklich segmentiert. Aber die einzelne Schaltbarkeit von den Großbereichen hat natürlich erstmal einen Vorteil, dass wenn ich sage, ich habe ein Problem auf meiner Nebenstrecke und ich schalte den Bereich der Nebenstrecke erstmal ab, dann kann der Betrieb auf meiner Hauptstrecke erstmal ganz normal weitergehen. Das heißt, der ist da nicht beeinflusst. Ich möchte ja gerne automatisiert fahren und dementsprechend möchte ich nicht alles anhalten, was dann gerade unterwegs ist. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, das kann trickreich werden, aber so grundsätzlich ist das die Idee, die wir dahinter haben. So, und wenn wir uns dann angucken, wie dann die Einzelgleissegmentierung in den Schattenbahnhöfen aussieht. Da haben wir natürlich uns überlegt, dass wir mindestens das Mittelgleis, dann die Außenliegenden und dann im Zweifelsfall auch noch die ganz Außenliegenden jeweils schaltbar machen. Der Hintergrund ist da einfach, wie das so ist mit Murphy's Law. Ne? Also wenn die Schnitte vom Tisch fällt, die fällt immer auf die Marmeladen- oder auf die Butterseite. Ne? Immer Sauerei am Boden. Heißt also grundsätzlich bei so einer Anlage, wenn irgendwo ein Problem entsteht,
Das entsteht meistens an der Stelle, wo ich im Leben ganz, ganz, ganz schlecht drankomme. Und wenn ich dann in so einem Schattenbahnhof, wie wir denn hier haben, fünfgleisig, wenn dann mittendrin unter Umständen ein Problem herrscht, weil mir da ein Zug irgendwie entgleist ist, aus welchen Gründen auch immer, oder ich habe einen anderen Fehler, der mir zum Beispiel einen Kurzschluss erzeugt, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da nicht drankomme. Und wer schon mal auf dem Rücken gelegen hat und dann mit verbogenen Handgelenken und Fingern dann versucht hat, da irgendwie das alles wieder in Ordnung zu bringen, der weiß also, wie schwierig das ist. Und dementsprechend möchte ich ja gar nicht, dass ich dann bei einem solchen Problem die nebenstehenden Züge erstmal alle manuell abgleisen muss, also alles freilegen muss, damit ich an den Problemzug in der Mitte bekomme oder damit ich da dran komme. Also diese Segmentierung führt dann eigentlich dazu, ich habe im Mittelgleis ein Problem, ich schalte meine, oder die Anlage wird abgeschaltet, ich schalte dann explizit hier an der Anlage dieses Mittelgleis aus und kann den Rest wieder zuschalten. Heißt also, ich fahre rechts und links, eigentlich neben meinem Problemzug fahre ich alles ganz geschmeidig frei und kann dann mich um das Problem kümmern. Also wie gesagt, ich muss nicht auf dem Rücken und mit verbogenen Handgelenken. Ich werde zu alt für so einen Käse, schaffe ich einfach nicht mehr. Das ist mir alles zu anstrengend. Also muss man sich technische Lösungen überlegen. Ja, die technische Ausführung, wie wir diese Einzelsegmentierung dann gemacht haben, auch dazu habe ich euch mal ein Bildchen entsprechend mitgebracht. Also wir machen das mit handelsüblichen Schaltdecodern, zum Beispiel von der Firma Litvinsky. Gibt natürlich auch andere, kann man mit Märklin Schaltdecodern machen oder mit wem auch immer. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, kann man das also alles entsprechend machen. Und da können wir dann auch uns, sieht man dann auch, wie die entsprechende Rückmeldung aussieht. Dafür haben wir uns so selbstgelötete Rückmeldeplatinen gebaut, also das heißt also mit Koppelrelais drauf, die also wirklich gucken, liegt eine Gleichspannung an oder liegt keine an, und wenn eine Gleichspannung anliegt, dann zieht das Relais an und gibt eine entsprechende Rückmeldung in den S88 Rückmelder, und die taucht dann hier natürlich entsprechend in der Anlage auf, und dementsprechend funktioniert das dann auch relativ gut, dass ich also wirklich sehe, wo liegt was an, wo liegt etwas nicht an, und dann ist das schon ganz in Ordnung. Wir haben, wie ich das gerade schon sagte, eine zentrale Anordnung der Komponenten gewählt. Also wir haben das hier unter der Nebenbahn, blende ich euch ein kurzes Bildchen ein, diese Riesenplatte. Da sind alle Booster drauf, alle Decoder drauf, da sind alle notwendigen Schaltdecoder drauf, da sind alle notwendigen Klemmen drauf, Rückmeldungen und so weiter und so fort. Das hat einfach für uns den Vorteil gehabt, dass wir alles zentral an einer Stelle haben. Und wie gesagt, dann auch wissen, was wohin geht und wenn da irgendwas nicht funktioniert. Das hat den Nachteil, dass wir natürlich, wenn wir auf die andere Seite der Anlage müssen, in Richtung des Hauptbahnhofs oder auch in Richtung des anderen Schattenbahnhofs, die Leitungslängen natürlich länger sind. Ja, das ist so. Die andere Idee, die man sich überlegen kann, ist, dass man unter Umständen sagt, ich habe eine zentrale Anordnung von Booster, Decoder und so weiter, ordne aber zum Beispiel meine Schaltdecoder und auch meine Rückmeldedecoder, dann auf der entsprechend lokal an. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mit meinen Leitungswegen nicht ganz so lang bin, habe aber unter Umständen das Problem, dass ich einen Schaltdecoder montieren muss und habe vielleicht nur ein oder zwei Abgänge, die ich wirklich brauche, und die anderen zwei Abgänge kann ich dann in dem Bereich nicht gebrauchen. Das heißt, die Anzahl der Schaltdecoder würde sich im Zweifelsfall erhöhen. Das haben wir uns damals überlegt, haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, wir machen es dann lieber zentral und legen die Leitungen rüber. Aber das ist eine Geschmackssache. Also das muss man sich überlegen, was einem da gefällt und was für einen da am besten funktioniert. Ja, das war es eigentlich auch schon. Unser kurzes Technik-Tutorial zum Thema, wie haben wir unsere Gleissegmentierung, Fahrspannungssegmentierung gelöst. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns super über einen Daumen rauf freuen. Hilft uns und unserem Kanal definitiv im YouTube-Algorithmus. Ein Abo dürft ihr natürlich auch gerne da lassen. Dann bekommt ihr immer mit, wenn wir hier etwas Neues machen. Wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr sogar darüber informiert. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kommentare habt, bitte nutzt unten die Kommentarzeile. Fragt, gibt Anregungen oder was auch immer ihr im Sinn habt. Wir lesen alles, wir versuchen alles relativ zeitnah zu beantworten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Und ja, bleibt gewohnt. Jo, bis dann, ciao.